Willkommen zur polnischen Presseschau mit Katrin Gorzela. Die Themen heute: das neue alte Rentenalter, Wahlumfrage, 5 Parteien im Sejm bis weiterhin mit Mehrheit, Demografie, Problemfaktor für die polnische Wirtschaft, Polen sind an Selbstständigkeit nicht gerade interessiert, Automobilindustrie, der Wirtschaftsmotor, die Meldungen im Einzelnen. Das neue alte Rentenalter. Der polnische Sejm hat am Mittwoch das Renteneintrittsalter gesenkt. Frauen gehen künftig mit 60, Männer mit 65 in den Ruhestand. Die Abgeordneten des polnischen Sejms haben am Mittwoch über die Wiederherstellung des alten Rentenalters abgestimmt. Mit Stimmen der Regierungsmehrheit wurde ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Für die Senkung des Renteneintrittsalters stimmten 262 Abgeordnete, 149 waren dagegen und 19 enthielten sich. Das Gesetz muss noch vom Senat gebilligt werden. Gelten soll die neue Altersgrenze ab Oktober 2017. Wahlumfrage: 5 Parteien im Sejm, PiS weiterhin mit Mehrheit. Die Regierungspartei PiS genießt ununterbrochen das Wählervertrauen. Laut der neuesten Wahlumfrage kann die Fraktion von Jarosław Kaczyński und Beata Szydło auf 38% der Stimmen hoffen. Größte Oppositionspartei wäre Nowoczesna, die auf 17% kommen würde. Im Vergleich zum Vormonat konnte sich die Partei von Ryszard Petru um 1% steigern. An Wählern hat wieder einmal PO verloren. Grzegorz Schetyna und Co. unterstützen im Moment 14% der Wähler. Die Bewegung von Paweł Kukiz balanciert mit 6% knapp über der 5%-Hürde. Im Sejm wäre auch die SLD, die an Wählervertrauen gewonnen hat und mit 5% ins polnische Parlament eingezogen wäre. Demografie – Problemfaktor für polnische Wirtschaft. Polen wird ohne Immigranten wohl nicht auskommen. Doch die Einwanderungspolitik braucht erst einmal eine durchdachte und langfristige Planung. Die Arbeitslosigkeit befindet sich gerade an der Weichsel am historischen Tiefpunkt. Erstmal sucht weniger als 1 Million Menschen nach Arbeit. Doch der Optimismus seitens des Arbeitsmarktes sorgt für Kopfschmerzen bei den Arbeitgebern. Die Zahl der Branchen, in denen die Fachkräfte knapp werden, wächst ständig. Und besser wird es nicht. Das ist sicher. Die Demografie beschädigt die polnischen Wirtschaftswachstumsfundamente. Experten sind sich einig. Der einzige Weg, das Problem zu lösen, sind Einwanderer. Doch anstatt mit einer spontanen Immigrationswelle zu schwimmen, muss dieser Prozess mit einer Strategie gesteuert werden. Polen sind nicht an Selbstständigkeit interessiert. Zwar deklariert die Mehrheit eine positive Haltung zum Unternehmertum, doch mit Ausnahme der Y-Generation brennen die Polen nicht auf die Gründung einer eigenen Firma. Während auf der ganzen Welt fast 6 von 10 Personen selbstständig sein möchte, sind es in Polen nur 27%, die eine eigene Firma gründen wollen. Die Polen glauben auch nicht an ihre eigenen Geschäftsfähigkeiten. Die polnische Zeitung Rzeczpospolita berichtet, dass Inkubatoren in Polen mehr als nötig sind, weil die Bereitschaft zur Gründung einer eigenen Firma von Jahr zu Jahr wächst. Mittlerweile schließt 41% der Polen ein eigenes Geschäft nicht aus. Vor einem Jahr waren es noch 38%. Automobilindustrie, der Wirtschaftsmotor. Die Investitionen in Autofabriken bescherten Polen nicht nur einen Exportanstieg, sondern auch Zugang zu neuen, modernsten Technologien sowie Managementsystemen. Das letzte Vierteljahr 2016 ist reich an Investitionen in der Autobranche gewesen. Der Export wird in der polnischen Automobilindustrie 2016 zum ersten Mal 23 Milliarden Złote überschreiten. Im kommenden Jahr könnte dieses Ergebnis noch höher ausfallen, dank steigender Zahl von Bestellungen für Autos und Autokomponenten, die zur Produktion benötigt werden. Dementsprechend könnte der Exportanteil der Autobranche eine neue Bestmarke erreichen. Zurzeit wird er auf 16% beziffert. Der Andrang der Investitionen bestätigt auch den Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung Polens. In diesem Sektor kann man vom sogenannten Schnellbahneffekt sprechen. Denn im Umfeld der Fabriken entstehen durch die Aufträge an regionale Lieferanten neue Arbeitsplätze.
Ein anderer wichtiger Faktor ist die technologische Weiterentwicklung. Das war die polnische Presseschau. Mehr Einzelheiten finden Sie wie immer auf www.polenjournal.de. Auf Wiederhören!